Willkommen zu einem neuen Stadion-Talk. Heute bin ich auf dem Zweitligaspiel Fortuna Düsseldorf gegen Darmstadt. Also es ist auf jeden Fall ein Kracherspiel, weil also wenn die Fortuna noch aufsteigen will, müssen die heute hier auf jeden Fall die 3 Punkte mitnehmen zu Hause. Und für Darmstadt, die könnten heute einen sehr, sehr großen Schritt Richtung Aufstieg machen, wenn die hier heute gewinnen sollten. Ihr seht hier die Tabelle einmal. Also wenn Fortuna hier heute gewinnen sollte, weil gestern Hamburg verloren hat, könnte es nochmal hier sehr, sehr knapp werden, also im Aufstiegsrennen. Aber wenn hier Darmstadt heute hier gewinnen sollte, dann sollte es Darmstadt eigentlich schon, sollten die hier heute aufsteigen. Ich bin jetzt angekommen am Düsseldorfer Hauptbahnhof. Ich komme mir was kurz zum Essen bei der Nordsee. Und dann gehe ich Richtung Stadion. Ja, 2 Backfische am Morgen. Bockt auf jeden Fall. Ich esse die jetzt und dann gehe ich Richtung Stadion. Ich bin jetzt in der U-Bahn-Station, muss die U78 nehmen. Und der fährt uns dann zum Stadion. Ich war gerade auf die U-Bahn. Ich bin jetzt am Düsseldorfer Stadion angekommen. Da sind wir ausgestiegen. Also es ist sehr praktisch. Man steigt hier aus und ist direkt am Stadion. Haben die auf jeden Fall sehr cool gemacht. Ich gehe jetzt Richtung mein Block. Dann sehen wir uns gleich im Stadion. Es ist auf jeden Fall sehr viel los. Ich weiß nicht. Ich habe auf der Online-Seite geschaut, ob das Stadion ausverkauft ist. Aber da waren auf jeden Fall noch sehr viele Tickets. Ich vermute, dass so ungefähr 35.000, 36.000 Leute da sein werden. Wäre auf jeden Fall geil, wenn die Stimmung, weil letztes Mal konnte ich die Stimmung nicht so gut mitbekommen, weil ja die Hamburger Fans da waren und die einfach das Stadion eingenommen haben und ich halt neben dem Hamburger Auswärtsblock. Deswegen konnte man halt, habe ich die Düsseldorfer Fans halt kaum gehört. Ich hoffe, dass heute einfach die Stimmung besser ist. Heute ist auf jeden Fall nicht so voll, wenn es gegen Hamburg war. Kommt ganz einfach durch. Die Bahn war nicht so voll. Daran merkt man, dass ein bisschen Kenntnis gehen müssen. Ich bin drin im Stadion. Sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Letztes Mal war ich im Block 161. Heute sitze ich über den, hinter den Ultras von Düsseldorf. Das ist der VIP-Block von Düsseldorf. Wir müssen auch heute immer noch höher gehen. Mannschaftsbus von Darmstadt. Hinten kommen auch noch sehr viele Menschen. Ich bin auch noch relativ früh da heute. Also wir haben noch knapp 40 Minuten bis zum Spiel beginnt. Deswegen ist das Stadion, denke ich, noch relativ leer. Blendet euch die Aufstellung jetzt von beiden Mannschaften jetzt gleich einmal ein, weil sonst dauert das hier zu lang. Einmal von Darmstadt seht ihr die auf der linken Seite und auf der rechten Seite seht ihr die Aufstellung von Fortuna Düsseldorf. Darmstadt-Fans, Stimmung vor dem Spiel. Jetzt gleich sollen die Spieler rauskommen. Die Spieler kommen ein bisschen verspätet raus. Stadionsprecher, der leider am Mittwoch verstorben ist. Immer sehr viel Kraft an die Familie. Ah, es ist gut! Geil, Digga! Darmstadt stoßt an. Gute Freistoßposition für Darmstadt. Das zweite Spiel im Tor. Keine sehr gute Chance. Man hat es vor der Stadt gespielt hier.
Links weg ist Ramslav. Und jetzt ist der Lauf hier. Das ist geil. Das ist die zweite Liga. Jetzt gleich. Tschüss. Jo. Schade, Digga. Komm. Halbzeit in Düsseldorf ist hier 0-0. Darmstadt ist gegen Ende nochmal besser geworden. Also ich würde sagen, dass Darmstadt einen Tick besser gespielt hat in der ersten Halbzeit. Düsseldorf hatte seine Chancen, hat es nicht genutzt. Darmstadt hat auch ihre Chancen, auch nicht genutzt. Deswegen steht es hier zu Recht nach 45 Minuten 0-0 zwischen beiden Mannschaften. Ich hoffe auf jeden Fall, dass in der zweiten Halbzeit mehr Tore passieren. Dann sehen wir uns in der zweiten Halbzeit. Zweite Halbzeit hat jemand gewonnen. Ich hoffe, dann habe ich gewechselt. Gute Position für Darmstadt. Weiter geht's heute. Ich freue mich über das 1-0, weil St. Pauli liegt hinten. Düsseldorf ist jetzt vorne und ist jetzt an St. Pauli vorbeigezogen. Sind jetzt vierter Platz in der Tabelle, glaube ich. Und ja, ist auf jeden Fall jetzt nochmal ein sehr, sehr schneller Aufstiegskampf. Ich blende euch mal jetzt die Blitztabelle ein, wie es stand jetzt, wo Fortuna Düsseldorf steht, weil St. Pauli noch hinten ist.
vorne blende ich euch mal jetzt die Tabelle rechts ein. Jetzt auf jeden Fall die Stimmung sehr, sehr gut hier in Düsseldorf. Nach 57 Minuten. Sehr, sehr gute Chance für Darmstadt. 61. Spielminute. Wechsel bei Fortuna Düsseldorf. Finalspiel kommt mit der Nummer 28. Ruben! Ich glaube, der ist eine Legende oder so hier in Düsseldorf. Aus dem Spiel. Zu Ende Düsseldorf gegen 1-0. Darmstadt war die bessere Mannschaft, aber hat einfach Pech gehabt. Ich kenne den Sieg auf jeden Fall Düsseldorf, also sie haben hier gekämpft und somit ein 1-0 geholt zu Hause. Ein sehr, sehr wichtiger Sieg im Aufstiegsrennen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like, ein Abo da. Dann sehen wir uns am nächsten Woche Sonntag in Leverkusen gegen Leipzig.